Hallo ihr Hübschen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Tanja und heute reden wir mal wieder über Bücher. Und zwar zeige ich euch heute die Bücher, die ich im Juni gerne lesen würde. Ich habe mir zuerst ganz schön schwer getan mit dieser Leseliste, weil ich noch so viele angefangene Want-to-Reads habe. Also ich habe mir in den letzten Monaten immer mal wieder Bücher rausgelegt, bei denen ich aber nicht alle geschafft habe und so hat sich ein kleiner Stapel angesammelt. Ich habe ja auch noch Rezensionsexemplare und ich wollte nicht alles nochmal zeigen oder so und deswegen war das ein bisschen schwierig. Aber letzten Endes ist jetzt doch ein bisschen was zusammengekommen. Ich habe ein Buch, auf das ich einfach richtig Bock habe. Dann Rezensionsexemplare und tatsächlich auch wieder einige Buddy-Reads. Also zeige ich euch das doch einfach. Habt ihr euch euren Lesestapel für den nächsten Monat schon zusammengestellt? Wenn ja, was ist drauf? Was wollt ihr lesen? Und nehmt ihr noch Bücher mit in den nächsten Monat? Ist das schon abzusehen? Bei mir werden es wieder einige sein, aber das ist okay. Dann zeige ich euch mal die Bücher. Und mal gucken, vielleicht kennt ihr ja schon eins davon und könnt mir sagen, ob es euch gefallen hat. Wir fangen mal mit den E-Books an. Und zwar möchte ich mit der lieben Olga, einer meiner liebsten Buddy-Read-Partnerinnen, zusammenlesen Riders of the Lost Heart von Joe Segarra. Das spricht uns beide sehr an und ich habe es mir als E-Book gekauft. Ich glaube, sie auch. Und wir wollen das gar nicht auf die lange Bank schieben. Hier geht es um die Archäologin Dr. Corey. Die kann es nicht glauben. Sie fliegt zu einer Ausgrabung in den mexikanischen Dschungel. Aber das Ganze hat einen Haken, denn nicht sie leitet diese Expedition, von der sie schon ihr ganzes Leben lang träumt, sondern ihr Erzfeind Fort Matthews. Zwischen den beiden hatte sich wohl mal so ein bisschen was angebahnt. Da gab es fast mal einen Kuss. Und seitdem ist die Stimmung zwischen den beiden etwas angespannt. Im Camp geraten die beiden dann immer wieder aneinander, denn Corey ist sich sicher, dass sie an der falschen Stelle graben. Um Fort das zu beweisen, muss sie mit ihm auf eine Erkundungstour gehen. Und ja, eingepfercht in einem Zelt im mexikanischen Dschungel, kommen die beiden sich dann natürlich wieder ein bisschen näher. Ich denke mal, da werden sie auch ihre ganzen Probleme überwinden können und ja. Hoffentlich professionell arbeiten. Leo hat mir schon erzählt, dass sie das gerade liest und es wohl nicht so toll findet, wie es rüberkam. Ja, gut, mal schauen. Aber vielleicht erwarte ich von der Geschichte auch was anderes als sie. Von daher lasse ich mich da jetzt erstmal noch nicht verunsichern. Und dann erwarte ich ein Rezensionsexemplar. Das ist noch nicht hier, deswegen kann ich es euch nur einblenden. Und zwar wird mir zugeschickt Kings of Cypress Point, Sweet Revenge von Rachel Jonas und Nikki Thorne. Das ist seit langem mal wieder ein Lux-Titel, der mich echt angesprochen hat. Deswegen freue ich mich, dass mir das zugeschickt wird. Und zwar geht es hier um West Golden. Er ist der Star des Footballteams und der unangefochtene König an der Cypress Prep. Niemand an der elitären Schule stellt sich ihm in den Weg oder stellt ihn in Frage. Und dann findet er im Safe seines Vaters anrüchige Fotos von Blue Riley. Sie ist die neue Schülerin im Jahrgang und West hat von nun an nur noch das Ziel, ihr das Leben zur Hölle zu machen. Aber womit er nicht gerechnet hat, sie ist die Erste, die ihm die Stirn bietet und sich von ihm nicht runtermachen lässt. Und das entfacht in ihm ungeahnte Gefühle. Also in ihm prickelt es dann. Und ja, dann will er sie wahrscheinlich für sich gewinnen. Ja, es wurde mir jetzt mehrfach geschrieben, dass es Dark Romance ist. Für mich liest es sich eher wie eine Bully-Romance. Ich lasse mich mal überraschen. Klingt auf jeden Fall sehr cool, weil auf sowas wie Punk 57 oder so in dem Stil hätte ich schon Bock. Und dann möchte ich mit Friederike ein Buddy-Read machen zu Die Bergwacht, Alpenglühen von Sophie Zach. Das liegt jetzt schon so lange auf meinem E-Sub. Und ich freue mich, wenn wir das abarbeiten zusammen. Denn es geht um die junge Bergführerin Lena. Sie hat null damit gerechnet, dass an seinem 60. Geburtstag der Leiter der Bergwacht seinen Rückzug verkündet. Und er schlägt sie als seine Nachfolgerin vor. Sie hat darauf allerdings gar keinen Bock, da das Sagen zu haben, denn ihr Vater war schon Leiter der Bergwacht und anscheinend dominiert die Bergwacht halt das komplette Leben. Also das Team ist alles.
Und der ist halt auch sehr früh gestorben und deswegen, na, da hat sie irgendwie keinen Bock drauf und sie kann ja auch nicht einfach die alteingesessenen Bergwachtler übergehen, oder? Zu einem Überfluss kommt dann auch noch Ben zurück in ihre Heimat und zwar kennt sie den aus Schulzeiten und der hat früher immer für Ärger gesorgt und soll jetzt aber der neue Ranger im Dörfchen Bichelbrunn werden. Dann bahnt sich ein trügerisches Unglück an und ich bin mir sicher, dabei wird Lena sich mit Ben zusammenraufen und sie wird erkennen, dass sie die perfekte Leiterin der Bergwacht sein So theatralisch. Es klingt wie eine ZDF-Vorabendserie und ich wette, genau so wird es sich auch lesen, aber das ist zwischendurch halt auch mal gelungene Unterhaltung, ne? Dann möchte ich mich einem Rezensionsexemplar widmen, das gerade erst hier eingezogen ist, und zwar Deine dunkle Seite von Jamie Lynn Hendrix. Hier geht es um vier Teilnehmende einer Thriller-Convention. Es wird dort eine berühmte Autorin, die einen Preis bekommen sollte, ermordet und kurz darauf bekommen diese vier eine Nachricht, nämlich du bist als nächstes dran. Natürlich wollen die vier jetzt herausfinden, wer es da auf sie abgesehen hat, aber können sie sich gegenseitig überhaupt trauen oder ist der Mörder bereits unter ihnen? Dann tauchen nach und nach Fotos und Dokumente auf Twitter auf und ihre dunkelsten Geheimnisse werden enthüllt. Da beginnt ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel. Ich finde, das klingt sehr cool. Mir gefällt hier vor allem, dass hier mit Twitter gearbeitet wird. Das klingt doch schon mal sehr cool. Nach so einem Social-Media-Touch, was Modernes mit drinne. Ja, ich bin sehr gespannt, was es damit auf sich hat. Vor allem Teilnehmende einer Thriller-Convention. Es kann halt alles sein. Sind es dann irgendwelche Verleger oder Besucher oder Autoren. Ich bin gespannt, mit was ich es hier zu tun kriege. Dann möchte ich mit der neuen Dilogie von Tessa Bailey anfangen und zwar Secretly Yours. Ja, erster Teil einer Dilogie, zweiter Teil ist gerade bei mir eingezogen, also wird es wohl Zeit, hier zu starten. Und es geht um Hallie Welch, die war als Teenager in Julian Foss verliebt und der beinahe Kuss, den die am nächtlichen Weinberg miteinander hatten, das war der romantischste Augenblick ihres Lebens. Allerdings kam es dann nicht dazu und er hat kurze Zeit später die Stadt verlassen und seitdem haben sie sich nie wieder gesehen. Jetzt kehrt er allerdings aufs elterliche Weingut zurück. Er ist inzwischen ein angesehener Geschichtsprofessor und möchte ein Buch schreiben und sie wurde dort als Gärtnerin eingestellt, um die Blumenbeete des Anwesens zu bepflanzen. Sie ist total aufgeregt und freut sich schon auf ihn, aber er kann sich leider nicht an sie erinnern. Also ist sie da total wütend drüber und schreibt ihm betrunken einen anonymen Liebesbrief. Ich bin gespannt, wie sich das lesen wird. Ich finde ja, Tessa Bailey neigt so ein bisschen dazu, nichts zu erzählen. Also sie legt ihren Fokus voll auf die Charaktere, aber hat halt keine spannende Handlung. Ich habe jetzt bisher zwei Bücher von ihr gelesen und es war in beiden genau gleich. Deswegen hoffe ich, dass hier vielleicht ein bisschen mehr Handlung drin ist. Das würde mir sehr gefallen. Dann möchte ich mit Friederike vom Book Vampire noch ein Buddy Read machen. Und zwar zu einem Buch, das ich schon mal angefangen habe, nämlich Southern Gothic von Grady Hendrix. Das Grauen wohnt nebenan. Hier geht es um eine Gruppe von Frauen, die sich zu Krimi-Leseabenden trifft. Ich glaube, so war das. Das ist so eine Vorstadtgegend. Alle sind da ganz bieder und Patricia, um die es hier geht. Ja, die führt halt auch so ein richtig bürgerliches Leben, fast schon spießig. Sie hat Kinder und einen Mann und da passiert nichts Aufregendes. Aber dann zieht der Neffe ihrer Nachbarin bei der alten Dame ein und auf einmal ändert sich einiges, denn der ist irgendwie super gruselig, aber auch gefährlich anziehend. Irgendwas stimmt da gar nicht mit ihm und der Buchclub nimmt ihn dann genauer unter die Lupe. Und er ist viel gefährlicher als jede Sorte Monster, an die sie gedacht hätte. Ja, ich bin damals gekommen. Ich weiß gar nicht, habe ich das Lesezeichen noch drin? Nee. Aber ich glaube, so bis Seite 70, 80, ich bin mir nicht sicher, kann auch weiter gewesen sein. Ich fand das Buch einfach nicht einnehmend. Also ich werde es jetzt nochmal mit Friederike probieren. Ist
ist möglicherweise ein Abbruchkandidat, was super schade wäre, weil ich habe Horror Stir von Grady Hendrix total gefeiert. Das fand ich richtig cool. Aber hier bin ich irgendwie nicht reingekommen. Es war sehr zäh zu lesen. Deswegen starten wir einfach nochmal von vorne und im Buddy Read ist ja sowieso alles ein bisschen einfacher. Dann möchte ich noch ein Rezi-Exemplar lesen und zwar Was die Dünen verheißen, der zweite Teil der Sandpeter-Ording-Saga von Tanja Jans. Also nochmal was richtig Seichtes für zwischendurch. Sandpeter-Ording 1978. Während ihr Zwillingsbruder Achim die Leitung des elterlichen Strandhotels übernehmen und heiraten will, kann Julia sich kaum damit anfreunden, dass sie das Strandcafé in Ording übernehmen soll. Denn sie träumt davon, Nordfriesland zu verlassen und als Stewardess die Welt zu bereisen. Deshalb bewirbt sie sich auch ohne die Einwilligung ihrer Eltern bei der Lufthansa. Doch in den Sommerferien begegnet sie dem Fotografen Björn Hegerland. Bei einer Discoparty auf der Rollschuhbahn kommen sie einander näher. Und bald ertappt Julia sich bei dem Wunsch, ihr Glück möge niemals enden. Dann wird sie zum Vorstellungsgespräch nach Hamburg eingeladen. Welchem Herzenswunsch soll sie folgen? Welchen muss sie begraben? Ja, also wenn ich ehrlich bin, klingt es genau wie der erste Teil, nur ein paar Jahre später. Das andere Buch hat in den 60ern gespielt. Oder in den 50ern? Nee, ich glaube, es war in den 60ern, Anfang der 60er. Und es klingt einfach genauso. Es ist eins zu eins dieselbe Story. Nur dass sie hier jetzt noch einen Bruder hat, den wir begleiten und es nicht nur um das Mädel geht. Aber ich fand den ersten Teil richtig gut. Es war für mich das beste Buch, das Tanja Jans bisher, also das ich von Tanja Jans gelesen habe. Ich habe ja noch nicht alle gelesen. Es hat damals, glaube ich, sogar 5 Sterne von mir bekommen. Oder 4? Ich glaube, es waren 5, weil es hat mir echt gut gefallen. Deswegen bin ich gespannt, ob sie mich hier auch wieder überzeugen kann. Und der dritte Band kommt nämlich, glaube ich, im Juni sogar schon raus. Deswegen muss ich mich ranhalten. Und zu guter Letzt habe ich mir dann noch ein Buch auf die Liste gepackt, das jetzt eigentlich gar keine Priorität oder sowas hätte, aber auf das ich einfach Bock habe. Und zwar Bissle Spätzle Habibi von Abla Alui. Das habe ich mir irgendwann mal bei Tauschticket getauscht und das klingt halt so herrlich bekloppt. Es geht um Amaya. Sie ist 30 und Single. Das kommt bei ihren marokkanischen Eltern überhaupt nicht gut an. Die sind so richtig in Sorge, dass sie halt für immer Single bleiben könnte. Und um denen einen Gefallen zu tun, geht Amaya dann auf ein Date mit Ismail. Allerdings verguckt sie sich dann nicht in Ismail, sondern in dessen besten Freund Daniel. Und der ist nicht nur Atheist, sondern auch noch Schwabe. Das ist natürlich absolut kulturelles Neuland. Sie stellt dann aus der Not heraus Ismail als ihren neuen Freund vor, während Daniel staunend daneben sitzt. Und ja, das Chaos ist perfekt, geht aber wahrscheinlich gerade erst richtig los. Also diese schwäbisch-marokkanische Begegnung möchte ich mir nicht entgehen lassen. Ich bin ja auch im Schwabenland aufgewachsen, habe mir hart dieses Gell abtrainiert und bin gespannt, ob hier schwäbischer Dialekt drin ist. Das wäre so geil. Ich glaube, es wird super. Es ist schon sehr dick für so einen Frauenroman, ne? Na, obwohl, so, vielleicht ist das nur dickes Papier. 450 Seiten ungefähr. Also, es kommt mir schon, also für so einen Frauenroman, ne? Also, das sind ja meistens eher so 350 Seiten. Mal gucken, was die mir zu erzählen hat, die gute Frau. Ich finde, es klingt sehr niedlich. So, das war's. Das waren die Bücher, die ich dann im nächsten Monat gerne lesen möchte. Ihr könnt mir zu guter Letzt gerne noch beantworten, wo ihr eigentlich herkommt. Aus welcher Ecke Deutschlands hat es euch auf meinen Kanal verschlagen? Wo seid ihr, wenn ihr meine Videos guckt? Und ja, das war's. Mehr habe ich dann heute gar nicht zu erzählen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen lieben Kommentar hinterlasst. Bis dann. Tschüss.